Hey Leute, willkommen zurück. Das ist Brains Tactics and Strategy mit Let's Play Command Modern Operations Red Tide. Und in dieser zweiten Folge werden wir einfach mal wieder auf Play drücken. Wir haben ja hier den Hinweis bekommen von einem Fischerboot, dass dort bei dieser Location offenbar ein russisches Objekt gesichtet worden ist. Also Fischerboote haben hier ein großes Sowjetschiff entdeckt. Also wahrscheinlich da oder dort. Diesen Markierungspunkt haben wir ja noch eingefügt manuell. Und wir sind hier unterwegs mit der USS Bedford. Die hat die Aufgabe, hier das Gebiet zu patrouillieren. Und dann haben wir hier noch die HNOMS Narvik. Und die wird jetzt mal dieses ich muss gerade mal meine Grafikkarte irgendwie ein bisschen hoch tunen. Irgendwas ist hier im Hintergrund sehr rechenintensiv. Es ruckelt ein bisschen. So, wie gesagt, die Narvik, die soll sich hier diese Stelle mal anschauen. Wir drehen es mal hoch auf 15-fache Geschwindigkeit. Ansonsten müssen wir jetzt hier nicht viel tun. Ja, und wenn ihr mehr von diesem Content sehen möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abo oder ein Like da. Und dann, das hilft mir weiter, dann weiß ich auch Bescheid und kann dementsprechend planen. So, hier haben wir jetzt ja auch schon, genau, da ist noch ein unbekanntes Flugzeug, haben wir hier detektiert mit Radar. Jetzt machen wir mal Pause. Jetzt wird's spannend. Also, hier haben wir einmal ein unbekanntes Flugobjekt entdeckt per Radar, FCR and Air-to-Surface Long Range durch die USS Bedford. Gleichzeitig haben wir jetzt hier ein Objekt entdeckt, ein unbekanntes Objekt durch unseren Luftaufklärer hier. Ah, warte mal, hat er jetzt schon, ich wollte nämlich gerade hier, sehr gut. Der hat schon Loafer abgesetzt, also hier diese Sonobojen oder eine Sonoboje. Ich wollte nämlich auch gerade schon nachlegen. Okay. Okay, so irgendwas ist jetzt hier gerade, läuft bei mir gerade im Hintergrund ab. Entschuldigung, mein Rechner ist gerade irgendwie sehr seltsam lahm. Ich mache mal kurz auf Pause. Okay, Steam verschiebt hier gerade im Hintergrund irgendwelche Spieldateien und installiert gerade irgendwas, was ich nicht pausieren kann. Also patchmäßig. Daher, aber jetzt dürfte es etwas besser laufen. Das Dateien verschieben, das ist immer das, was richtig viel Kraft kostet. So, gehen wir mal hier auf 5 und schauen mal, was passiert. Also diese Orion hat jetzt hier dieses Objekt entdeckt.
Und wir haben den 1. April 1985 und ihr müsst euch einfach vorstellen, hier auf der, in der ja, Hochzeit, in der heißesten Phase sozusagen des Kalten Krieges, wo nicht viel gefehlt hat. Und es gab ja tatsächlich solche Zwischenfälle. Oh, wartet mal. Fishing boats have reported a periscope in position 79-18 Nord, 33-50 East, heading southwest, speed slow time. Periscope, okay. 79-18, 33. Ah, da ist ja schon der Marker. Sehr schön, vielen Dank. Okay. Also hier haben wir hier, hier wurde ein Large, also hier wurde ein großes Schiff gesehen, gesichtet und hier ein, vermutlich, also ein Periskop, ein U-Boot. Das heißt, die Bedford, die wird sowieso hier kreuzen. Und dann schauen wir uns das mal an. Und die Navik ist hier auch auf bestem Wege. Okay. Also, wie gesagt, die Situation ist wirklich, es fehlt nicht mehr viel. Dann explodiert die Sache hier zum, ja, Nuklearkrieg. Es gab solche realen, beinahe Zwischenfälle. Die Kuba-Krise war sicherlich der Höhepunkt. Okay, da liegt hier eine ganze Spur von Bojen. Und ja, wir sind jetzt hier unterwegs und haben die Aufgabe, hier dieses Gebiet zu schützen, zu patrouillieren und jegliche Verstöße irgendwie zu sichten und Verstöße also gegen das Seerecht, gegen unser territoriales Recht hier. Und wer weiß, was man dabei entdeckt, wenn wir natürlich hier feststellen, dass hier ganze Kampfverbände in dem Gebiet sind. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es schon ein bisschen deutlicher hier. Der scheint feindlich zu sein, sagt uns die Auswertung von der USS Bedford. Wahrscheinlich feindlich, ja. So, die fährt mit 8 Knoten, die auch. Wir sollen auf jeden Fall Feuer einstellen. Beziehungsweise Units are to only fire in self-defense. Aber dieses U-Boot hier, was wir, wo wir den Hinweis bekommen haben, falls es sich denn bewahrheitet, is to be forced to the surface. Ich weiß nicht, wie das gelingen soll. Mal schauen. Ja, und die Spannung ist eben die hier, dass man hier eben nicht so genau weiß, was macht der Russe hier in dieser Gegend? Plant er hier eine Operation? Und wir sind hier, um das aufzudecken und... Oh, da haben wir jetzt noch was entdeckt. Skunk 35, ja. Durch unser Flugzeug hier auch. Es könnte auch dieses Fischerboot sein.
Wie viel Sprit haben wir denn noch? Gut, sieht noch gut aus. Ich drehe es mal ein bisschen hoch. Die Geschwindigkeit. Was spannend wird, ist jetzt dieses Boot hier scheint sich mit 10 Knoten nach Süden zu bewegen. Okay, jetzt machen wir runter. Und den Bogie hier haben wir auch gleich. Wir können ihn wahrscheinlich schon sehen. Die und lokalisieren. Wir können ihn jetzt natürlich besser lokalisieren, weil er schon näher dran ist. Da haben wir noch was. Aber es kann auch ein Fischerboot sein. Oder irgendwas anderes natürlich. Aber der würde uns jetzt hier gleich überfliegen und dann bin ich mal gespannt, was wir da haben. Ja, der fliegt schon ziemlich frech hier. Oh ja, sowjetisches Wasserflugzeug. Cool, das kenne ich noch gar nicht. BE-12PL. Anti-Submarine Warfare. Der hat uns aggressiv überflogen. Naja, gut. In 15.000 Fuß, Höhe Fuß. Kann man jetzt nicht direkt von... Aber ja, gut. Er hat uns direkt überflogen. Das muss man schon sagen. Können jetzt hier aber nichts machen, beziehungsweise werden nur zurückfeuern, sobald der Russe hier das Feuer öffnet. Pardon. Ja, wir haben einigermaßen unruhige See, also leicht unruhig mit Stärke 3. Ich glaube, Wind ist hier die Windgeschwindigkeit, die hier eben in dem Spiel auch entsprechend der, ja, der Wellen und so weiter dann entspricht. Durchschnittlicher Regen bei 6 Grad Celsius. So, der sollte jetzt aber mal... Den muss ich jetzt mal manuell hier hinschicken. Damit er hier mal die Spots überfliegt. Oh! Wow. Leute. Wir haben hier nicht nur ein feindliches Wasserflugzeug, sondern auch ein russisches... Was ist das?
Intelligence Gathering Ship. Also ein ja, Spionageschiff oder ein Schiff, welches eben ja, Informationen sammeln soll. Was uns hier interessiert immer ist natürlich Damage Points 460. Das ist einiges. Das scheint also dicker Brocken zu sein, ja. 84 Meter Länge. 85 Meter. Troops. Ist ausgestattet mit SAN-5 Grail. Das sind Strela Flugabwehrraketen. Interessant. Also wenn der uns hier doof kommt, dann ist der ganz schnell platt. Denn mit der Navik sollte der sich lieber nicht anlegen. Die Primorie. So, der dreht ab hier. Alles klar. Dann ist jetzt wieder alles... Puh, ah, die nimmt natürlich jetzt direkt Kurs auf die Narvik. Frech. Aber so sind sie. So ist halt der Russe. Ja, schon spannend, wie sich das hier dann doch ziemlich schnell alles entwickelt, diese Mission. Okay, da oben haben wir nichts gesichtet. Hoffe, der hat jetzt hier auch noch genug von diesen Sojabohnen. Sonobojen. Oh Gott. Aha, der ist jetzt verschwunden vom Radar. Der Flieger. Was ist mit dir hier? 8 Knoten ist natürlich nicht schnell. Da machen wir mal voll. Wie schnell machst du denn mit Full Speed? Und was ist das jetzt hier? Die provozieren uns jetzt, oder was? Die ändern überhaupt nicht den Kurs und... Und wir... weiß ich noch nicht. Nochmal zur kurzen Erklärung. Diese Ringe hier, das sind... Die Reichweiten, das könnt ihr auch hier an- und abstellen. Sorry. Map Settings, genau. Also, genau, das Gelbe sind die Surface Sensors. Hellgrün Underwater Sensors. Der hat nach hinten raus welche. Und auch in diesem Umkreis. Air Weapons und Surface Weapons sind das hier. Das sind Surface Weapons, das sind die Air Weapons. Genau, und so erklären sich hier diese grünen Kreise und Farben. Der ist auf jeden Fall schon in Reichweite hier. Wir sind aber auch in seiner Reichweite. Ne, sind wir nicht. Der hat nur Boden-Luftraketen. Die Strela, so, was war das jetzt?
New Contact. Bogey. Oh, noch ein Bogey hier. Da ist noch ein Air Contact. Achso, der ist aber schon alt. Und der ist neu. Ja gut, das ist hier. Vielleicht ist das hier das Wasserflugzeug. Der U-Boot-Jäger. Mann, hier ist ja einiges los. Und hier ist es jetzt spannend. Was ist mit dir? Drehst du ab oder sollen wir abdrehen? Okay. Und ob wir ausweichen oder ob hier der Russe ausweicht, tja, das seht ihr wie immer in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann dran bleibt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Abo oder ein Like da. Das hilft mir weiter und euch damit auch, indem ich euch mit mehr Videos und längeren Videos versorgen kann. Ganz herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Habt eine gute Zeit.